So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch hier zur abendlichen, nächtlichen Stunde. Neues Video. Und ich habe mit der Firma Osram gesprochen und die haben hier für einen Wagen, da ist der Ding Ding auch dabei, Kollege Marius ist auch am Start. Und wir haben hier einen schönen VW Polo in der R-Line und der hat Halogen H7 Scheinwerfer drin. Und bei denen gibt es nämlich jetzt bei Osram was ganz Neues. Das sind die Osram Nightbreaker LED-Lampen. Und darauf gehen wir heute ein, zeigen euch, wie die eingebaut werden und den Vorher-Nachher-Unterschied. Viel Spaß beim Video. Schauen wir uns die Lampen jetzt soweit an. Osram Nightbreaker LED, da oben steht's, ihr seht es. Und hier rechts unten ist das ganz Wichtige, Straßenzulassung. Ja, ihr habt richtig gehört, genau, die sind nämlich legal für euer Fahrzeug, wenn das Fahrzeug soweit von Osram auch die Freigabe quasi hat. Und das könnt ihr nämlich auf der Osram Homepage dazu nachgucken. Verlinke ich euch unterhalb des Videos, da einfach mal reingucken. Und es werden auch noch weiterhin laut Osram mehr Fahrzeuge in der nächsten Zeit folgen, die dann auch noch eine Zulassung bekommen. Also da einfach mal hin und wieder drauf gucken, wenn das Fahrzeug aktuell nicht drin ist. Das Schöne daran ist, das ist ein einfacher Austausch, den wir euch nämlich in diesem Video zeigen. H7 Scheinwerfer original raus und diese LEDs soweit rein. Und dann brauchen wir speziell bei diesem Fahrzeug, steht aber auch auf der Homepage dabei, ob ihr es benötigt oder nicht, diese Adapterringe nochmal, damit die halt in den Scheinwerfern soweit passen. Ganz wichtig, was ihr überprüfen müsst, ob das für euer Fahrzeug verfügbar ist. Dafür geht ihr einfach auf die Osram-Seite drauf, guckt in der Liste nach, ob euer Fahrzeug aufgeführt ist und dann müsst ihr abgleichen. Hier auf den Scheinwerfern steht nämlich eine E-Nummer von den Scheinwerfern, ob die in der Liste vorhanden ist. Wenn die soweit passt, dann ist es in Ordnung, dann könnt ihr euch die Scheinwerfer bestellen. Okay, schauen wir uns die Scheinwerfer hier soweit jetzt auch im Vorher nochmal an. So sehen die aus. Also meine Kamera kriegt es jetzt nicht perfekt hin, aber es ist im gelblichen Bereich, sag ich mal. Und kein schönes, ich sag mal, kaltes Weiß, wie die LEDs haben. Die sind im Bereich von 6000 Kelvin. Also eine ganz, ganz schöne Farbtemperatur. Machen wir jetzt mal eine Probefahrt. Also hier mal so ein bisschen auf die Leuchtweite achten. Und auch dort vorne kommt nämlich jetzt so ein großes gelbes Schild. Also, es ist halt eine Funzel. Und dementsprechend jetzt gleich machen wir den Umbau. Und danach fahren wir dann hier die Strecke nochmal. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Unterschied dann aussehen wird. Hier beim Polo sind das zwei Torx 30, das heißt einmal an der Position und einmal dort drüben, die soweit rausgeschraubt werden müssen, um den gesamten Scheinwerfer rauszunehmen. Ist deutlich bequemer, viel einfacher zu arbeiten, kann ich euch nur empfehlen. Scheinwerfer rausholen, sonst du kommst halt nicht überall dran, gerade hier beim Polo. Es würde gar nicht funktionieren, die Batterie ist komplett im Weg, um da auszutauschen. Nachdem die Schrauben soweit raus sind, hier einmal den Stecker soweit lösen, dann mit leichtem Druck soweit den Scheinwerfer vorsichtig rausholen und dann können wir jetzt die Lampen umbauen. So sehen die LED-Lampen ja aus. Können wir uns nochmal angucken. Zack, das sind sie. Das sind die Adapter, die wir soweit gleich auch noch austauschen müssen. Erster Schritt, jetzt hinten den Deckel soweit abnehmen, danach vorsichtig die Lampe oder das Leuchtmittel rausholen und danach vom Sockel entfernen. Im nächsten Schritt muss soweit hier noch dieser Halter, der Adapter, entfernt werden, weil wir dafür gleich einen anderen brauchen. Als nächstes muss jetzt hier bei der LED-Lampe der Halter erstmal abgeschraubt werden, das heißt hier einfach eine kleine Drehung machen, entgegen des Uhrzeigersinns und nach oben ziehen. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, wir haben euch das mal hier beim Zwischenstopp quasi gemacht. Ihr seht, dass er nämlich hier einmal unter der Schraube soweit hält und genauso hier bei der anderen Schraube. Und das Ganze muss natürlich noch ein Stückchen weiter gedreht werden. Ist ein bisschen frimmelig, ist nicht so viel Platz. Das ist eigentlich so die einzige Herausforderung bis jetzt, aber ist schaffbar. Jetzt haben wir es nämlich soweit perfekt gerade ausgerichtet. Muss man ein bisschen hier rumfummeln, ein bisschen drehen. Ihr seht das hier an den Schrauben nämlich, wie es richtig austariert ist. Hier ist natürlich die Ausrichtung der LED. Lampe soweit wichtig. Ihr seht, Kabel hier nach unten und dann geht man rein mit der Nase an den Punkt hier und dann so eine kleine Drehung, ich sag mal von 5 Uhr auf 6 Uhr ungefähr und im Uhrzeigersinn. Und hier hat man einen Stecker ja schon gesehen, den können wir jetzt soweit einstecken. Zack, rein in der Olga und ab dafür. Dieser kleine Sticker hier, der legt den LEDs auch dabei. Den müssen wir jetzt auch noch innenseitig hier oder motorraummäßig irgendwo sichtbar anbringen, würde ich das Ganze machen. Damit, falls die Cops anhalten, auch das Ganze verifizieren können, ist hier die K1821 ABG soweit erlaubt. Scheinwerfer wird soweit wieder reingedrückt in die richtige Position. Hier mit dem Abstandshalter und so weiter gucken. Danach die zwei Torx 30 waren das ja Schrauben wieder reinschrauben. Und dann sollte das Ganze auf der einen Seite gleich fertig sein. Wir gehen gleich hin und machen dementsprechend auch noch hier die Fahrerseite. Und dann gucken wir uns vorher aber auch mal so Farbtemperaturunterschiede und alles an. So, meine Freunde, ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch nur annähernd so gut rüber, wie es hier live ist. Zieht euch mal das rein, das ist wirklich richtig gelbliches Licht. Und hier
sieht man ganz klares Weiß. 6000 Kelvin, das ist halt wunderschönes Licht. Also richtig genial, wie das ausleuchtet ist. Also der Unterschied ist wirklich der absolute Hammer. Auch von der Leuchtkraft hier, Wahnsinn. Richtig geil geworden. Gefällt uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Versucht die andere Seite jetzt nochmal hier aufzunehmen. Muss man sehen, dass... Ja, deutlicher Unterschied, viel mehr gelblicher Ton hier drin. Und von der Helligkeit, was man jetzt hier so auf dem Boden schon sieht, ganz gravierender Unterschied. Ich bin auf die Nachherfahrt sehr gespannt. Von jetzt hört euch mal diesen Unterschied an. Ich denke, hier an der weißen Wand kann man das wirklich richtig gut erkennen, wie gelblich das Ganze auf der linken Seite ist bei den Halogenscheinwerfern und auf der rechten Seite mit der LED. Das ist ja ein meilenweiter Unterschied. Also richtig krass, die Ausleuchten deutlich heller, viel schöner vom Farbton. Absolut geil. So Freunde, und selbe Stelle jetzt hier die Fahrt nochmal. Jetzt guckt euch mal die Temperatur von den Lampen an. Man sieht das ja schon ganz deutlich. Und genauso auch, wie weit das hier leuchtet. Das gelbe Schild da hinten, man sieht es ganz klar. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist der absolute Knaller. Ich bin tierisch begeistert. Also das ist eine Lichtausbeute, die hier durch die Lampe kommt. Wahnsinn. Sehr geil. So Freunde, das war's soweit. Jetzt seht ihr nämlich hier beide Scheinwerfer. Guckt euch das mal an. Also ich finde das einfach traumhaft. Das sieht sowas von geil aus. Hammer. Also wirklich richtig geil. Ganz großer Gruß und Respekt geht hier raus an Osram. Ich denke, da haben sie wirklich was Geiles auf die Straße gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen schon mal. Und ansonsten, guckt bei Instagram jetzt auch noch vorbei. Wir machen nämlich parallel auch noch ein Gewinnspiel. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, eines von diesen Scheinwerfer-Set hier quasi oder LED-Set zu gewinnen. Dafür mir bei Instagram @83midu einfach mal folgen. Link ist auch unterhalb des Videos. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung gerne unten dazu rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao.